Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Großbritannien im Jahre 1585 unterwegs. Ja, wir hatten Ende der letzten Folge festgestellt, dass der große Religionskrieg im Heiligen Römischen Reich herrscht. Das kommt uns sehr gelegen, weil da sind diverse Leute dabei, die wir nicht mögen. Zum Beispiel der Osman. Na, der ist hier auf der Seite der Protestanten mit am Start, wenn man kurz die religiöse Aufteilung sich anschaut. Also ist in der Nordhälfte herrscht der Protestantismus, so wie es aussieht, und im Süden hat sich noch so ein bisschen die katholische Liga hier die ein oder andere Provinz bewahrt, aber momentan würde ich sagen, die Protestanten sind klar in Führung. Mal abwarten, wie das weitergeht. Der Osman ist, wie gesagt, mit in der Klopperei. Das ist okay, weil der schwächt sich natürlich selbst. Heißt, Gelegenheit für uns, hier vielleicht mal ein bisschen mitzuprügeln, ne? Dem Osman eine mitzugeben. Ich sehe gerade, die Ansprüche sind weg. Sollten wir mal wieder fingieren entsprechend. So, was ist das? Spionagenetzwerk Marokko brauchen wir nicht mehr. Haben wir ja zuletzt ein bisschen für Stress gesorgt, was ja auch sehr schön war. Wir haben noch Kernprovinzen offen, gell? Jawohl, Sevilla müssen wir noch Kernprovinz erstellen. Wir können upgraden zum Kaiserreich, aber da wollten wir warten, wegen des Prestiges. So, ich soll jetzt mal hier meinen Outliner vielleicht neu organisieren. Der Händler ist drin, genau. Annexieren, integrieren, das nehmen wir mal raus. Belagerungen nehmen wir raus. Deaktivierte Hinweise, Diplomat, feindliche Belagerung nehmen wir raus. Gefechte nehme ich raus. Kernprovinzerstellung nehme ich raus. Kolonisten, Kolonien lasse ich stehen. Kulturkonvertierung brauchen wir nicht, Missionare brauchen wir nicht. Rebellenfraktionen ist vielleicht gar nicht schlecht. Rekrutierung fliegt raus, Schiffe im Bau fliegt raus, Seekampfstände, alles klar. So. Also wir haben jetzt hier mal ein bisschen aufgeräumt. Ne, es ist jetzt hoffentlich etwas übersichtlicher. Wir haben die Händler im Blick. Also es kommen ja von Zeit zu Zeit neue Händler hinzu. Das ergibt sich daraus, dass unsere Kolonialnationen größer und fetter werden. Und irgendwann gibt es dann hier Händler und natürlich auch Handelshäuser, wenn Handelshäuser eine entsprechende Größe haben, und ich meine, ich glaube 50% ist, meine ich, die magische Größe an Handelseinfluss in der jeweiligen Region haben, dann bekommt man ebenfalls einen Händler. So, okay, schauen wir es uns kurz an. Wo müssen wir drauf achten? Klar, wir haben jetzt hier natürlich ein bisschen was eingesteckt, heißt, hier ist auch noch entsprechend Unruhe, also hier sollte ich die Truppen noch stehen lassen. Ach, ja, das ist jetzt wieder so, ich müsste eigentlich hier rüberbringen, gell. Okay, mach mal Bestandsaufnahme. Für mich ist es jetzt auch gerade eine neue Aufnahme, deswegen schauen wir kurz, wie sieht's aus. Wir haben noch ein kleines bisschen Luft bei den Einheiten. 6000 Mann könnte ich noch in Lohn und Brot nehmen. Dann machen wir das doch auch. 6000 Mann. Okay, bei den Schiffen können wir, denke ich, auch noch nachlegen. Kam ja auch schon entsprechender Hinweis, pass auf, du kannst mit deinem Schiff noch ein bisschen was machen. Leon beleidigt uns, sind die nicht mehr ganz sauber, die spinnen wohl. Hey, ihr Stinker. Euch geht's wohl zu gut. Naja, unsere Mark. Wir sind in die drauf. Unglaublich. Oh, bei Österreich müssen wir auch ein bisschen schleimen, stelle ich gerade fest. Da wird die höchste Eisenbahn und ja, die Integration von Österreich, das zieht sich natürlich, ne? Das ist zäh. Das ist zäh wie Leder, aber echt. Okay, Dominanz im Fischhandel. Seeleute global plus 25, das ist toll. Kosten Kriegsmüdigkeit minus 20. Zuckerhandel, Tabakhandel plus 25 Spionageabwehr. Und Kakaohandel, Regeneration, Rekrutenreserve 5%. Sehr lustig, und wir haben Kriegsgründe, dass es nur so scheppert. Okay, nächster Schritt. Rivalen Frankreich auswählen, natürlich übernächster Schritt. Den sündhaft teuren Stufe 3 Berater hier nochmal ersetzen, gell? Der war kurzfristig gut. Hier ist wieder ein Disziplin-Bobo. Den holen wir uns. Stufe 1 kostet nicht so viel Geld. Und Diplo-Rep plus 1. Das ist auch ziemlich teuer, der Kollege. Da würde ich... Ja, Handelseffizienz oder Zölle global? Das ist jetzt die Frage. Na, schauen wir mal kurz. Zölle 7,6. Bei Handel haben wir 34 Dukaten. Da geht mehr. Ja, ja, ich weiß. Handelseffizienz. Ich vermute mal, dass uns die Handelseffizienz mehr bringt.
Tipp ich jetzt mal. Ohne es genau zu wissen. Man möge mich nicht hauen, wenn ich hier jetzt Mist gebaut habe. So. Ich habe vergessen, hier noch eine Burg abzugraden in Nizza. Wird hiermit nachgeholt. Wohin mit der Kohle, ne? Was soll der Blödsinn? Den hatten wir doch gerade. Also, Freunde, diese Meldungen. Okay, Schiffe sind fertig. So, dann holen wir uns nochmal ein paar Schiffe. Da sind wir nämlich noch lang nicht am Limit. So, da gehen wir mal auf 20 große Schiffe. Dann habe ich immer noch Luft. Dann kann ich noch ein paar Handelsschiffe bauen. Mal 30 Handelsschiffe, genau. So, dann sind wir schon sehr hart am Limit. Okay, ich sollte mal wieder einen Tempel bauen. Am besten in Navarra. Also das habe ich schon gemacht, gell? Liebe Grüße an den Kedrar. Der wäre mir da am liebsten ins Gesicht gesprungen bei dieser Aktion. Aber ich fand es eine lustige Idee. Also, kleiner Wink an dieser Stelle, ne? Du hast natürlich recht, bis sich das Ding amortisiert, ja, vergehen Jahrzehnte. Oh, bei der Korruption muss ich, glaube ich, ein bisschen nachlegen. Genau, wir stellen hier mal auf 10 Dukaten hoch, dass die Korruption zurückgeht. Weil aufgrund der Überdehnung ist das momentan ein bisschen viel. Klar, das kostet natürlich jetzt ordentlich Geld, aber nicht so schlimm, denke ich. Okay. Ja, dann können wir im Moment nicht allzu viel machen. Das heißt, ich kann die Geschwindigkeit ein bisschen nach oben stellen, bis die ganzen Schiffe gebaut sind. Eingeborenen Assimilierung. Plus 100. Dankeschön. Kolonie selbst erhaltend. Okay, das haben wir hier unten. Genau. So, dann wollen wir hier mal diese Provinzen dem Handelshaus zusprechen. Hier ebenfalls. Das geht bereits in der Kolonisierungsphase, so wie es aussieht. So, hier. Nächster bitte. Da müssen wir auch gleich fertig sein, ja. Der Vorteil, wenn diese Provinz dem Handelshaus zugestellt ist, dann hast du hier keine Unruhe mehr. Das ist der Vorteil. Aber dafür bekommst du halt auch hier keine Manpower und gar nichts mehr, aber dafür den Handel halt, ne? Das ist so der Unterschied. Wir könnten eine Idee auswählen. Was denn? Regeneration Rekrutenreserve plus 20, das ist gar nicht schlecht, wobei wir sind der Zeit deutlich voraus. Könnte man machen, ja klar, warum nicht? Diese Idee, ne, wir haben ja schließlich die Quantitätsideen hier mit reingenommen. Würde sich anbieten. So, jetzt können wir dann auch gleich in Sevilla eine Kernprovinz drauf dübeln. Kap ist fertig. Passt. Du kannst bitte auch weiterziehen. Beziehungsweise, Moment, was ist das hier? Entwicklung 3, Entwicklung 3. Ja, weißt du was, dann gehst du daher, da ist der Weg kurz. Ne? Ganz einfach. Genau, wir gehen hier einfach mal in beide Richtungen. Wir haben ja 2000 Mann hier jeweils. Wir holen uns hier Südafrika. Oh Gott, was ist jetzt los? Böhmen, verdammt. Fordert unsere Unterstützung. Krieg die protestantische Liga. Echt ernsthaft? Gegen Sachsen, Lauenburg, Johanniterorden, Schweiz, Köln, Mainz. Gegen die halbe Welt? Für die Protestanten? Seid ihr ja nicht mehr ganz sauber? Okay, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Das passt mir gar nicht. Shit. Okay, die gehen natürlich ein, ne? Das merkst du. Ah, das ist ja doof. Wenn ich jetzt da mitmache, dann bin ich mit dem Osman Seite an Seite im Krieg. Aber das will ich eigentlich irgendwie gar nicht und so. Und außerdem als Katholik bei den Protestanten mitzumachen, das... Nee, sorry, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Verstehst? Kann ich nicht machen. Geht nicht. Oh, Vertrag von Tordesillas. Sehr schön. Kolonial Mexiko und Kolonial Kanada. Ansprüch. Ansprüch, genau, Ansprüch. Für uns. Ansprüch für uns. Siehst du hier, genau. Und Mexiko... Siehst du hier. Sehr schön. Prima. Finde ich gut. Leute, habt ihr hier eigentlich wieder irgendwelche lustigen Ansprüche fingiert, dass ihr hier wieder ein bisschen dübeln könnt? Wahrscheinlich nicht, gell? Nee, das hab ich mir gedacht. Faule Bande, elendige doch echt. Wofür habe ich euch denn? Hm? Wofür zur Hölle habe ich euch denn da? Diese... Ja, was ist denn das? Der Franzmann auf den Falklandinseln. Ja, Sapperot.
Ich glaube, denen geht's zu gut, ja? Schau mal, hier haben sie auch. St. Helena, ja, und da drüben. Ja, jetzt glaube ich's dann. Diese Franzosen, diese frisch geföhnten. Nee. Nee, nee, nee. Leute, Leute, ey, da, wann ist der Friedensvertrag vorbei? 91. Ah, da muss ich, glaube ich, mal hier wieder hinlangen. Geht ja gar nicht. Konvertierung erfolgreich. Song, okay. Song war hier oben, ne? Jupp. Oh, da ist immer noch hässlich unruhig. Da klingelt es immer noch ordentlich. Wo sind denn die? Wo sind die Unruhe hier? Ich muss mal die Flotten rausnehmen. Das irritiert mich, diese Anzeige da. Oh, da. Uiuiui. Das ist Shepard. Und ich nehme die Armeen auch mal raus. Das irritiert mich momentan auch ein bisschen so. Genau, jetzt ist es wenigstens ein bisschen übersichtlich. Ja, Sapolode, das geht ja gar nicht. Da schon mal hier unsere Flotte wächst und wächst. Ah, sehr schön. Neuer Papst von Aragorn. Von Aragorns Gnaden. Aha, ja, da erklären wir hier wieder unseren Anspruch. Durchdrücken, ein neuer Händler. Leute, ein neuer Händler ist am Start. Das gab es jetzt, glaube ich, hier, ne? Vom südafrikanischen Handelshaus. Genau, wir brauchen 51% der Provinzhandelsmacht und da haben wir einen neuen Händler gekriegt. Sehr gut. Okay, wo setzen wir den ein? Schauen wir gleich mal. Wo würde das Sinn machen? Vermutlich hier an der Elfenbeinküste. Hätte ich mal gesagt. Ja, da wollen wir den hinschöpfen, Handel übertragen. Wir liefern 441 in die Karibik. Das wollen wir nicht. Denn wir wollen hier bitte in den Ärmelkanal direkt weiterleiten. Verlustfrei, wenn möglich. Freunde. Jetzt bin ich gespannt, was dann hier gleich für eine Zahl steht. Na, 10, 9, 8, 7, 6. Oh Gott. Urbanisierung. Ja, ist okay. Dukaten für Grundsteuer und so weiter. Na komm, da muss jetzt dann gleich eine Zahl stehen hier. 6,2, jawohl. Sehr schön. Okay, Shetland-Inseln sind ebenfalls erfolgreich zum wahren Glauben geführt. So muss es sein. Jetzt müsste im Ärmelkanal eigentlich mehr Klimpergeld ankommen. Ja, schon, jetzt sind wir schon bei über 40. Okay, läuft. Und die Flotte wächst weiter. Okay. Norwegische Rebellen hier. Ja, das könnte ein Problem werden. 35. Was haben wir hier? Ah, wisst ihr was? Da wollen wir mal kurz zwei Pferdchen da lassen. Der Rest geht mal kurz nach Calais. Wird dort an Bord genommen. Und ihr fahrt mal kurz da hoch. Ja, weil dann können wir da zur Not mal die ganzen schwindligen Aufständler wegklatschen. Mag ich ja gar nichts, ne, wenn die da Stress machen. Ja, ja, die kommen raus, Leute, das sage ich euch, die kommen richtig raus. Die machen jetzt gleich Theater, die Burschen. Was ist denn das schon wieder? Der Kirchenstaat will westafrikanisches Meer Karten haben. Ja, das ist doch okay, da kriegen wir 10 Prestige, klar, logisch. Was, und wo sind die dummen Rebellen? Ach, hier unten. Ja, die sind schon fast tot, das lohnt sich ja gar nicht vorbeizuschauen. Die sind ja schon fast tot, Freunde. Hallo, ihr sollt hier anlanden, verstehst? Genau, 34.000 Mann stehen hier dumm rum. So, dann nehmen wir mal die Flachzange hier. Den schlechteren unserer zwei. Was hätten wir hier noch? Ah ja, genau, da können wir jetzt zum Kaiserreich aufwerten. Jawohl, Kulturunion, britisch. Heißt, eine weitere Kultur können wir fördern. Das lasse ich momentan, weil diese 100 Machtpunkte, das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Und da ist der Unterschied jetzt, naja. Nö, diese 100 Machtpunkte spare ich mir. Alles gut. Okay. So. Sevilla. Kernprovinz drauf. Ja, dann schauen wir mal. Traut euch nur, ihr Deppen. Was ist das jetzt? Minderwertiges Eisenerz. Super. Das ist ja klasse. Da könnte ich die Handelsschiffe mal kurz rausschicken. Die schieben wir zurück nach London. Und das jetzt? Hallo? Haha, sehr lustig. Die Handelsschiffe, Haubi. Das soll das richtig klicken, dann geht's auch. Ne? Einfach nur richtig klicken, dann funktioniert das auch.
So, jetzt ist unser Bündnis mit Böhmen natürlich dahin. Auch klar, wie sehen wir denn aus? Wir haben die Staatsehe, meine ich, noch mit Böhmen, genau, aber die werden wir wahrscheinlich auch vergessen können, ne? Minus 26, also Böhmen ist wohl raus. Als Bündnispartner, okay, wir brauchen einen neuen. Wie sieht's mit der Toskana aus? Ah, wobei, die haben sich mit Brabant nicht wirklich lieb, gell? Nee, dann sparen wir uns das. Ungarn. Mit Schweden und dem Kirchenstaat seid ihr verbündet. Böhmen, Neapel und der Osman. Ja, da würde ich sagen, willkommen zurück, Ungarn. Wild sind wild, das heißt, muss ich hier mal... Ne? Zack, willkommen zurück im Bündnis. Ist auch kein Rivale mehr mit Aragorn und nix, also läuft. Schön, Ungarn ist wieder an unserer Seite. Staatsehe, ja, von mir aus auch noch. Was ist das jetzt? Die undankbaren Eingeborenen schon wieder. Okay, die Eingeborenen sind schon wieder tot. Und unser Disziplinmeister hat es nicht lange überlebt. Okay, die sind mir zu teuer. Nee. Nö, zieh ich nicht ein. Dann halt momentan keinen weiteren Militärberater. So, da haben wir schon mal weitere 10 Schifflein. Ihr macht bitte einen Handelsschützen. Und zwar an der Elfenbeinküste. Genau, 3,15 Profit. 3,17 Chesapeake. 3 Karibik, Porto 2. Nordsee 3,38. Würde ich sagen, wir gehen an die Elfenbeinküste. Ne, da unten haben wir noch gar nichts. Also machen wir da unten mal ein bisschen. Handelsschützen. Schadet ja nicht. Leute, schadet ja nicht. Wir können starten. Oh ja, starten. Genau, starten ist gut. Habe ich immer vergessen bis jetzt? Oder übersehen? Oder irgendwie so, ne? Ah, hier zum Beispiel. Genau. Ja, haben wir da mal einen drauf. Zack. Und Kernprovinz. Wie sieht es denn da eigentlich aus hier? Naja, hier ist alles soweit im Staate grün, genau. Da oben ist noch gar nichts. Hier unten ist natürlich auch nichts, ne? Na gut. Was ist das hier? Ach Gott, Frankreich schloss ein Bündnis mit Polen-Litauen. Ihr seid ja lustig. Polen ist völlig am Ende und schließt hier wilde Bündnisse. Na dann, wenn ihr meint. Rekrutenreserve, mein Gott. Leute, was geht mit euch? Ich schmeiß mal die Burschen hier raus, ne? Diese... will neue Berater haben. Das war jetzt auch teuer, ich weiß. Da habe ich jetzt sündhaft euer Geld rausgeknallt. Die nächste Tech. Jawohl, Diplotech Upgrade. Flottenunterhalt, Koloniewachstum. Jetzt gibt es die neuen Schiffe. Heißt, jetzt können wir hier auch upgraden. Upgraden. Zack. Ah, jetzt hätte ich gerne meine Flotten wieder, wenn es irgendwie geht. Moment. Ihr bitte da runter. Und upgraden. Was ist das hier schon wieder? Armeeorganisator. Ja, ja. Okay, Einheiten damit 10%. Schön. Was hätten wir da noch? Die Schiffe bitte auch upgraden. Ne, und schon geht die Kohle raus, Leute. Schon geht die Kohle raus. So viel zum Thema, wir haben ja genug Kohle. So, euch kann ich dann auch upgraden, ne? Ja. Jawohl, Rebellen in Song. Hab's doch gewusst. Hab's doch gewusst. So, was mit euch? Ja, ihr kriegt auch ein Upgrade. Was mit dir? Ja, du kriegst auch ein Upgrade. Ja, ich habe natürlich jetzt die ganzen Schiffe alt gebaut, ne? Das war, war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Hätte vielleicht noch warten sollen. Hätte durchaus Sinn gemacht. So, okay, jetzt brauche ich die Transporter. 35 Stück. Okay, dann geht mal an Bord hier. Das sind die Transporter. Ihr bitte hier rübersetzen. Genau, dann wird er hier repariert und ihr wackelt jetzt da hoch und klatscht die dreckigen Rebellen weg. Naja, der Nationalismus. Wir können es nicht verhindern. Genau, 10 Jahre lang. Da sind wir nicht so schnell. So, die Burschen verabschieden sich. 10.000 Rebellen sind weg. Aber es hätte es nicht gebraucht. Leute, es hätte es nicht gebraucht.
Zack, okay. Provinz befreit. Alles gut. Portugal, Lissabon und Alentejo, oder? Alentejo. Ja, wie auch immer man das ausspricht. Moral der Armeen plus 10%. Jawohl, nehmen wir mit. Dankeschön. Ne, bevor es nichts gibt, nehmen wir halt Moral der Armeen. Ist doch schön. So, hier unten ist dann gleich Theater. Lissabon. Ja, dann wollen wir hier mal unsere tapferen Einheiten holen. Hier wackelt gleich mal so rüber. Immer noch 2000 Mann stehen. Wisst ihr was? Die kommen auch hier mit runter. Ja, wir können ja hier einmal schön entlang laufen an der Küste. Gehört ja alles uns. Ceuta und Gibraltar gehört uns. Kernprovinz drauf. Beziehungsweise haben wir schon ein bisschen nach vorbeischicken, wollte ich sagen. Ist ja fast das gleiche. Nein, ist nicht das gleiche, Haubi. Ist definitiv nicht das gleiche. Tja, jetzt stimmt wohl. Wie viel hat das jetzt gebracht? Oh, nicht viel. Freundliche Truppen minus 4,5. Naja, okay. Aber zumindest haben wir da 18.000 Mann stehen. Also die werden sich überlegen, ob sie hier rauskommen. Nein, sie werden sich nicht überlegen, ob sie rauskommen. Sie kommen einfach so raus. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Kernprovinzen sind durch. Jetzt haben wir nur noch Sevilla ohne Kernprovinz. Unruhe bei 10. Okay, Zollschiffsbedarf. Besteuern oder nicht besteuern? Ja, da will ich besteuern. Plus 5% britisch Mexiko. Unser General ist tot. Na super. Ja, es kommt schon mal vor. Die Jungs werden auch nicht jünger. Oh, und ich fresse hier oben schon wieder zur Murbung und hab's nicht gemerkt. Das war clever. Das war clever. So, Schiffe zusammenführen. Hier wieder anlanden. Und hier zurück nach London zur restlichen Flotte. London wieder die restlichen Schiffe upgraden. Mein Gott, da ist was zu tun hier da. Und schon ist die Kohle weg. Schaut mal. Ne? Schnell ist die Kohle weg. Handel schützen. Ärmelkanal. Lübeck. Ne, Ärmelkanal brauchen wir. Ihr wart die Ärmelkanalflotte. So, da drüben war, glaube ich, noch genau der Kollege hier. Der muss auch Handel schützen. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir splitten hier. Du hier schützt einmal den Handel in der Chesapeake-Bucht. Und der andere schützt den Handel in der Karibik. So, viel Spaß. Gell? Dann müsste das eigentlich wieder soweit funktionieren. Beziehungsweise hier unten haben wir noch einen. Genau, der muss auch Handel schützen. Halt hier. An der Elfenbeinküste, zack. Genau, dann müsste unser Handelssystem jetzt gleich wieder in Fahrt kommen. 49 Dukaten sind wir schon, wow. 50 Dukaten jetzt. Wir machen mit dem Handel das Schweinegeld, mehr als mit Steuern. Der Handel bringt's, Leute. Plus 32, ja, gut, läuft. Wo ist schon wieder Theater? Portugal, ja, das war klar. Diese Rebellen, ja, kommt doch raus, du. Kommt doch, traut euch, unser William wartet auf euch. Aber das tut er in der nächsten Folge, liebe Leute, denn für heute sind wir durch. Ja, ne, wie schnell doch so eine Folge wieder von Starten zieht. Wir haben ein bisschen was reorganisiert. Wir haben jetzt hier 90 Schiffe. 15 große, da kommen aber noch 5. Handelsschiffe, Galeeren, Transporter. Wir haben unser Militär soweit echt hart am Limit. Ne, also Schiffe kommen ja noch, da werden noch ein paar gebaut. Ja, egal wer sich mit uns anlegt, das wird kein leichtes Unterfangen. Und ich bin, wie gesagt, schwer am Überlegen, hier zum Beispiel noch dem Osman ein bisschen was wegzunehmen. Solange dieser Krieg noch läuft, ist er abgelenkt. Mit Ungarn als unserem Bündnispartner, mit unserem neuen Bündnispartner, könnte man sich das sehr wohl überlegen, hier wieder gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Und diese Scharte auszumerzen. Ungarn hatte ja auch noch ein paar Provinzen, die der Osman damals eingesteckt hat. Na gut, das werden wir beim nächsten Mal erleben vielleicht. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Europa Universalis 4. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der Folge 52 wieder einschaltet. Ne? Das hier war die Folge 51.
Auch schon wieder Wahnsinn, wie lang dieses Projekt läuft. Naja, also herzlichen Dank für eure Treue. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.